Hallo, ich begrüße euch. YouTube-Videos mit Untertiteln in mehreren Sprachen erstellen. Das ist hier das Thema beim Video 3 von 4 insgesamt. Ich habe den Teil des Drehbuchs, um den es in diesem Video geht, hier mal eingeblendet. Korrekturlesen, fehlerfreies Transkript erstellen, das war die letzte Szene im vorigen Video. Jetzt geht es um zusätzliche Sprachen. Und was man dann mit diesen Sprachen, die da erscheinen, so alles machen kann. Und anschließend geht es darum, dass ich diese Sprachen eben auch ganz schnell automatisch übersetzen lassen kann. Damit ihr seht, das ist eine Sache, die allgemein von Interesse ist, die ihr also auch selbst in die Hand nehmen könnt. Diese Geschichte mit den Transkripten will ich mal kurz ein Beispiel bringen. Diese Folie werde ich am Ende nochmal einblenden. Man kann sich von mir unterstützen lassen, wenn es hakt, wenn man diese 4 Erklärvideos dann umsetzen möchte. Aber zunächst dieses Beispiel. Ich habe hier ein Video hergenommen, das passt zum Thema Ranga Yogeshwar und Doris Wessels, ChatGPT, Einblicke in die Zukunft der KI. Das ist etwa ein halbes Jahr alt, das ist also vom März. Und da sehen wir das, wo es drauf ankommt. Wir haben hier unten diese 3 Pünktchen. Und da kann man auswählen, Transkript anzeigen. Jetzt wird erstmal nach unten geblättert. Gästinnen des Abends, da ist wohl ein Abschnitt. Aber das ist nicht, was ich ansprechen möchte, sondern hier unten steht Transkript anzeigen. Und wenn ich darauf geklickt habe, dann sehen wir hier das Transkript, da kann man drin blättern. Wir sehen hier, wenn ich einen anfangen will, da geht es mit Musik los und dann sagt er irgendwann, hallo, der Ranga Yogeshwar. Und das kann man sich also hier anhören. Wenn ich also jetzt hier auf einen Text klicke, Berlin und ich gucken auch mal. Und dann brauche ich hier nur auf Berlin und ich gucke auch mal in irgendeine Kamera im Livestream, denn heute wird ja alles auch gestreamt. Das so, da erklärt er gerade, dass er sich hier das erste Mal oder mit Livestream beschäftigt. Er hat aber eine kompetente Interviewpartnerin, Doris Wessels heißt die, also da will ich jetzt gerade mal zeigen, dass man darin suchen kann, wenn ich da so jetzt Doris reinschreibe. Dann sieht man, hier springt er, der Cursor, gleich an die Stelle, wo Doris steht. Und da kann ich dann draufklicken und kann mir die Begrüßung anhören. Sehr, weil Doris Wessels da ist. Doris Wessels ist extra aus Kiel angereist, aber gar nicht aus Kiel, sondern aus Bremen. So, das, da kommt sie gleich. Also man kann hier natürlich auch ganz konventionell in der Timeline hin und her springen. Hier bin ich gerade auf eine Stelle gesprungen, da geht es um die New York Times. Das Transkript hat also den Vorteil, dass man gezielt drin suchen kann. New York Times kommt da irgendwo mal vor und wenn ich hier Steuerung F betätige und schreibe da oben York rein, dann wird sofort an diese Stelle gesprungen, wo New York steht. Und diese Stelle kann man sich dann natürlich auch anhören. Ich habe darauf geklickt und gehe dann hier auf Vorspielen. Beleg, Juli 1958. In der New York Times gibt es einen wunderbaren Artikel. Es geht dabei um einen Wissenschaftler namens Rosenblatt. Und ich habe das groß rauskopiert und versuche das jetzt flüssig zu übersetzen. Er sagt, later perceptrons, das war damals das neuronale Netz, will be able, also werden in der Lage sein. So, das ist also der Ausblick auf die Möglichkeiten mit Transkripten, die man sich eben über diese 3 Pünktchen einblenden kann. Bei vielen Videos geht das. Es gibt aber eben auch einige, wo das explizit unterdrückt wird. Habe ich also bei der Tagesschau zum Beispiel gesehen. Bei mir ist einfach die Standardeinstellung belassen, so wie hier wohl auch. Und da will ich also jetzt nochmal auf das Drehbuch zu sprechen kommen. Hier im Drehbuch
Da sehen wir das ja hier in dem Abschnitt. Wenn ihr Untertitel in mehreren Sprachen hinzufügen möchtet, müsst ihr YouTube zunächst mitteilen, welche Sprachen ihr unterstützt. Und so weiter. Also das habe ich hier im Kopf. Jetzt wollen wir es umsetzen. Ich gehe dahin und suche mein YouTube-Video raus. So, da ist es. Das ist also jetzt, ich bin jetzt angemeldet bei YouTube. Das muss man, wenn man Untertitel ändern will. Und da habe ich hier den Stift. Nachdem ich die Videoaufnahme gestern beendet hatte, habe ich die Fehler im Transkript beseitigt. Es dürften also nicht mehr allzu viel darin sein. Und jetzt läuft das also auch mit einem bearbeiteten deutschen Transkript. Kann man sich auch nochmal anschauen. Wenn ich hier auf Bearbeiten gehe, dann sieht man, hier stehen die Zeichensetzungen. Hallo, Komma, ich begrüße euch hier, Punkt und so weiter. Das ist also alles da drin. Und jetzt möchte ich, dass das dann zusätzlich noch im Englischen erscheint. Ich schließe das jetzt hier einfach mal wieder und wähle Sprache hinzufügen. Und da suche ich mir aus dieser Liste eine Sprache raus. Alle diese Sprachen sind möglich. Weil ich aber Englisch am besten verstehe, außer Deutsch, wähle ich hier Englisch. Und da ist es jetzt eingetragen. Ich kann hier auch gleich noch Französisch hinzufügen. So stand es ja im Drehbuch. Wenn ich da also nach unten gehe, da ist auch Französisch. Und dann klicke ich hier auf Hinzufügen. Und da suche ich mir raus, automatisch übersetzen. Und da sieht man, das ist sofort passiert. Hallo, ich begrüße euch. Hello, I welcome you here. How to create YouTube videos with subtitles. Also, das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Mein Englisch ist nicht so toll. Aber man sieht, das passt. Ich brauche nur auf Veröffentlichen klicken. Und schon ist das verfügbar. Ja, da sieht man, hier ist auch sofort 18.09. veröffentlicht. Das mache ich jetzt bei Französisch auch nochmal. Klicke also auf Hinzufügen. Wähle aus automatisch übersetzen, so steht es ja im Drehbuch, sagt sie schon, da ist es auch schon. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue und so weiter. Und dann gehe ich hier auf Veröffentlichen. Ich gehe also davon aus, dass das ziemlich fehlerfrei ist. Meine französischen Freunde sagten mir, das ist auch fast fehlerfrei. Das heißt also, es lohnt sich kaum für mich, da lang drin rumzusuchen. So, damit bin ich also jetzt fertig. Ich habe also die Untertitel in Englisch und Französisch übersetzt und jetzt will ich zeigen, dass man im Video sofort sehen kann, bei den Transkripten, was da jetzt passiert ist. Ich klicke also hier auf das Video. Hallo, ich begrüße hier. So, ich habe also hier gerade angehalten. Es geht ja sofort los und jetzt sehe ich, die Informationsschaltfläche habe ich noch nicht angebracht, aber die drei Pünktchen, die wir eben bei Ranga Yogeshwar und Doris Wessels gesehen haben, die sehe ich auch hier. Da klicke ich drauf und klicke auf Transkript anzeigen. Und da sieht man, hier unten gibt es keine Kommentare, weil das Video ist auch noch nicht veröffentlicht. Aber ich gehe hier auf die Schaltfläche Transkript anzeigen und schon habe ich das hier. Hier kann man dann also auch meine ganzen Korrekturen sehen mit Vorher, Nachher und alles, was da so drin steht, also ihr seht, das ist also jetzt weitestgehend fehlerfrei, sofern ich nichts übersehen habe. Die Untertitel, die habe ich natürlich hier. Damit kann ich gezielt an eine Stelle springen, aber ich kann sie mir auch hier einblenden lassen. Also man sieht, hier ist also gerade, hallo, ich begrüße euch. Das kann man noch ein bisschen größer machen, das kann man sich auch an andere Stellen schieben, wenn man das also woanders sehen will. Kleiner Exkurs, ne? Ich wähle also hier mal aus, die Wiedergabegeschwindigkeit kann man verlangsamen, ich kann hier aber auch die Option nehmen und kann sagen, das soll also jetzt größer sein mit 100%, dann kann man das besser lesen. Und jetzt geht's los. Ich schalte hier bei YouTube mal den Lautsprecher ab, weil dann wird man mich ja doppelt hören, weil ich den Systemsound auch mit aufzeichne. So, jetzt kann ich also hier im Transkript suchen. Wenn ich also hier
irgendwo weiß, da habe ich das Wort DeepL geschrieben. Wie eben bei dem gezeigten kann ich hier mit STRG F hergehen. Da steht noch York von eben, aber jetzt will ich nach DeepL suchen. Und da sieht man hier bei 6 Minuten 33 Sekunden. Und da haben wir dann DeepL. Wenn ich das hier gesprochen haben will, dann klicke ich einfach darauf. Und jetzt kann ich den Ton mal wieder einschalten und kann mir das anhören. Auf dieser Basis hat mir DeepL dann auch die Möglichkeit eröffnet, Übersetzungen ins Englische oder in die Sprachen von meinen Kursteilnehmern vorzunehmen. Englisch mache ich sowieso, aber ich habe auch schon Übersetzungen ins Ukrainische, ins Türkische, ins Arabische kann DeepL nicht, aber in andere Sprachen, die DeepL kann, vorgenommen. Dann gibt es... So, wir sehen, was da also möglich ist. Das ist also jetzt der deutsche Text. Jetzt möchte ich das, was hier Deutsch angezeigt wird, aber rechts auf Englisch oder Französisch haben. Da gehe ich dahin, wähle Englisch aus. Und da sieht man, da bin ich jetzt an der gleichen Stelle und kann mir also da entsprechend das anschauen. Da muss ich mal schauen, wo hier DeepL steht. Da ist es. Ne? On this basis, DeepL gave me und so weiter. Da haben wir es. Ne? Also wenn ich da jetzt nochmal drauf klicke, on this basis, hier sehe ich es Deutsch, da sehe ich es Englisch. Und wenn ich jetzt hier starte... Auf dieser Basis hat mir DeepL dann auch die Möglichkeit eröffnet, Übersetzungen ins Englische oder in die Sprachen von meinen Kursteilnehmern vorzunehmen. Englisch mache ich sowieso, aber ich habe auch schon Übersetzungen ins Ukrainische, ins Türkische, ins Arabische kann DeepL. So, das Arabische, das kann DeepL nicht, aber YouTube kann das. Das will ich hier gerade noch zeigen. Ich gehe dazu wieder zum Bearbeiten, Video bearbeiten und wähle aus. Bei Untertitel, da steht's, Sprache hinzufügen, wähle Arabisch und klicke da auf Hinzufügen. Und wähle automatisch übersetzen. Da sehen wir es auch schon. Das kann ich also jetzt nicht nachverfolgen. Ich tue gelegentlich ein Programm zum Übersetzen nehmen, um diese arabischen Untertitel aus dem Transkript dann wieder zurück ins Deutsche zu übersetzen. Und wenn ich dann sehe, das kann ich immer noch verstehen, dann weiß ich, dass diese Übersetzung weitestgehend sinnvoll war. So, ich klicke hier noch auf Veröffentlichen. Und dann sehen wir auch, dass das jetzt verfügbar ist. Ich gehe also jetzt hier wieder hin. So, wenn ich dann die Werbung übersprungen Hallo, habe. Hallo, ich begrüße hier. Ich habe erstmal angehalten. Hier sehe ich, hier ist noch der deutsche Text. Aber hier rechts bei den Transkripten, da möchte ich das jetzt in Arabisch sehen. Wie mache ich das? Ich klicke wieder auf die drei Pünktchen, wähle Transkript anzeigen. Klicke hier unten auch auf Transkript anzeigen, auf diese Schaltfläche. Und da steht es jetzt noch auf Englisch, weil das war zum Schluss das, was ich hier, nächstes noch Deutsch. Aber ich will es jetzt Arabisch haben. Und da sieht man ganz oben, alphabetisch geordnet, steht Arabisch. Und da kann man diesen Text dann im Arabischen lesen. Ja, das funktioniert natürlich auch, wenn ich also hier im Transkript mal nach DeepL suche, STRG F, und da ist es ja noch drin, dreimal kommt es vor, und da sehen wir, an den Stellen taucht das auf. DeepL wird also hier nicht ins Arabische übersetzt, weil das ist ein Eigenname, da gibt es keine Übersetzung für. Ja, es hat also geklappt, wir sehen, es ist gar kein Problem, hier an der Stelle für die Transkripte noch weitere Sprachen hinzuzufügen. 80 bis 100 sind da etwa möglich. Und dann hat man die hier im Transkript und links hier im Video selbst. Ich habe hier DeepL gesucht. Ich habe es auch gefunden im Arabischen. Links sehe ich hier im Video
den deutschen Text, den ich mir also auch an eine passende Stelle schieben kann. Rechts sehe ich das, was von den Untertiteln ins Arabische übersetzt wurde. Den Begriff DeepL, der ist jetzt hier hervorgehoben. Wenn ich das nicht will, gehe ich da einfach mal drauf, dann ist die Suche abgeschaltet. Und jetzt kann ich mir das anhören. Wir sehen, wenn ich das anhöre, ich habe jetzt den Lautsprecher eingeschaltet, dann sehen wir, hier wird es Deutsch angezeigt, hier wird es Deutsch gesprochen und hier rechts sehen wir die arabische Übersetzung der Untertitel. Also starte ich das mal. Auf dieser Basis hat mir DeepL dann auch die Möglichkeit eröffnet, Übersetzungen ins Englische oder in die Sprachen von meinen Kursteilnehmern vorzunehmen. Englisch mache ich sowieso, aber ich habe auch schon Übersetzungen ins Ukrainische, ins Türkische, ins Arabische kann DeepL nicht, aber in andere Sprachen, die DeepL kann, vorgenommen. Dann gibt es hier noch den Hinweis auf den möglichen Support. Das halte ich jetzt mal an, könnt ihr euch ja selber anhören. Das ist also auch jetzt schon verfügbar. Das heißt, das Video ist noch nicht gelistet, aber das werde ich die nächsten Tage freigeben. So, da sieht man dann auch nochmal das, was ich am Anfang hatte. Ich biete hier die Möglichkeit des Supports an. Wer diese Videos hier angehört hat und braucht aber vielleicht, weil ich etwas unklar ausgedrückt habe, zu lange, der kann einfach mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist hier gerade auf der Folie beschrieben. 1:1 Support per Videokonferenz, 2 Unterrichtseinheiten, das sind also in der Schule 90 Minuten zum Festpreis von 99 Euro. Das war auch das, was ich hier auf dieser Folie schon am Anfang stehen hatte. Wenn ihr also da nachschaut, lastbluepages.de, Konrad Renner, da seht ihr also genau nochmal diese Konditionen. So, das war's, was ich hier beim dritten von 4 Videos zeigen wollte. Ihr habt gesehen, es ist kein großer Akt. Wenn man Zugriff auf die Videos hat und kann einfach mal mit wenigen Klicks die Sprache einstellen, die man möchte, das nutze ich bei meinen Kursteilnehmern. Wenn da also einige bei sind, deren Sprache noch nicht erscheint, Mongolisch hatte ich schon mal oder Farsi, also das, was man da in Afghanistan und Iran spricht. Und das ließ sich also auch ganz schnell mit wenigen Klicks einrichten. Könnte man also hier auch machen, das nehme weniger als eine Minute in Anspruch. Das war's, was ich hier im dritten von den 4 Videos nahebringen möchte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.